ist das bitter. Wenn Schiedsrichter am Ende so in einen Ausgang der Partie eingreifen und damit eben nicht dafür sorgen, dass das deutsche Team zu 99,9% im Halbfinale steht. Mit 25 zu 24 gewinnt Norwegen gegen Weltmeister Deutschland. Das DRB-Team zeigte Charakter, aber Mut sollten uns diese freien Bälle machen, die zu häufig vergeben wurden. Die Quote vom 7-Meter-Punkt war schlecht. Hier nochmal die letzten Sekunden. Sie halten einfach die Uhr nicht an und dann korrigieren sie immer wieder penibel, dass da 2 Meter entscheiden sollen. Das darf man nicht machen, da muss man als Schiri mehr Fingerspitzengefühl haben. Das ist schlecht. Und dann Heiner Brandt, Gott sei Dank beließ er es.